Sag ich das? Ja. Oder so Firmen wie Klaas, der Dominator war doch genial. Warum sind die überhaupt umgestiegen jetzt auf die Lexion? Das finde ich gar nicht so gut. Die Dominator hätte sie ja weiterbauen können. Wären auch gut verkaufen gegangen für die Landwirte, für die kleineren. Ich sag dir so wie es ist, jetzt definitiv nicht mehr. Nee. Seit 4,5 Jahren geht's mit Kleinlandwirten sowieso bergab. Ja. Und das finde ich richtig schade von der Regierung, dass man da nichts unternimmt. Die machen es ja eher noch kaputt. Hauptsache billiges Fressen. So wie bei uns, Subventionen gestrichen. Weil das eine Mal zu viel Gülle auf dem Feld war, jetzt wissen wir warum. Wir bringen nie Gülle aus. Wir haben einmal Gülle ausbringen lassen. Bundessub. Also, der wollte seine Gülle loswerden. Dann war es zu viel drauf, dann sind seine Subventionen hin. Aha. Das ist ja mal, also das ist wirklich Schwachsinn. Zu viel Gülle war... Wie willst du denn zu viel Gülle hinbringen? Nitratwerte. Oh, Nitratwerte. Was ist denn nächstes Jahr, wenn du wieder Weizen angebaut hast? Dann sind die Nitratwerte wieder ganz normal und der Weizen war gut. Das habe ich doch miterlebt in der Kläranlage von meinem Vater. Das ist so ein Rotz gewesen, was die da verboten haben. Das ist doch ein Schwachsinn. Die haben meinem Vater verboten, Kompost herzustellen, weil der hat den getrockneten Klärschlamm genommen, hat Sägemehl drunter gemischt, dass es ein bisschen, noch ein bisschen Nährstoffgehalt drin ist, also noch ein bisschen Humus entsteht auf dem Feld. Und der hatte Bio-Gütesäge, also der war bio ausgezeichnet. Da war kein chemischer Stoff mehr drin, der nachweisbar war. Und dann kam das Gesundheitsamt, hat da eine Probe geholt und hat ihn dazu verpflichtet, das Ding aufzugeben, weil 100 Milliliter Öl auf 100 Kubikmetern Kompost waren. 100 Milliliter Öl auf 100 Kubikmetern Kompost. Was? Ja, aber weißt du, wie viel ein Tropfen Öl... Aber das war doch gebunden, da ist doch Sägemehl drin, was willst du denn da... Das ist gebunden, das Öl. Wenn es jetzt frei gewesen wäre, dass es noch flüssig gewesen wäre, okay, aber... Ja, aber das spürst du doch trotzdem aus, das kannst du ausspülen. Und das Öl baut sich nicht ab. Ich glaube, ein Tropfen Öl verseucht, glaube ich, 100.000 Liter Wasser. Wo hast du das jetzt hingekippt? Ins Buch, also ich guck mal. Ach da, ja, da. Hab's gefunden. Da ist so ein Gitter, da musst du rückwärts ranfahren. Zum Glück muss ich in der Fahrschule nicht mit einem Zweiachser fahren. Aber es geht eigentlich. Der HW60 lässt sich gut rückwärts fahren. So will ich aber nicht aufkippen. Kann man da auf Kippseite wählen? Nee, doch. Ich kann nicht hinten abkippen. Da muss ich halt so aufkippen. Der Sound vom Deutz ist schon geil. Ungefähr so hört sich der MB-Truck ja fast auch an. Zumindest unserer. Ohne Turbolader halt. Was ich an unserem Deutz ein bisschen bemängele, ist, dass die Kupplung so ruckartig kommt. Das hätten sie vielleicht besser machen können damals in der Produktion. Eine andere Kupplung einbauen. Weil da gibt es einen Punkt, da hast du noch einen Zentimeter Spiel und dann kommt er gleich ruckartig, dann springt er richtig vorne hoch, wenn du dann über den Punkt ein bisschen rausgehst. Ein bisschen zu schnell.
Ist das bei eurem auch so oder ist es da besser? Nö, der fährt sich besser. Ja gut, der hat wahrscheinlich schon Luftdruckkupplung. Die DX-Reihe war ja auch genial. Und die Agros da waren auch noch gut. Ja, aber nach Agros da hört es dann auch auf. Ja, dann kam der Agrotron und das war nichts mehr. Es war ein Versuch, sagen wir es mal so. Der nichts gewonnen. Das war auch, glaube ich, der letzte Versuch von Deutz. Die ersten DX wurden ja noch in Köln hergestellt. Dann wurde es ja nach Lauingen verlegt bei der zweiten Baureihe von der DX. Ja, unsere ist noch ein Kölner Fabrikat. Ja. Glaube ich zumindest. Ja, das weiß ich. Das weißt du, okay. Weil ich weiß, dass Deutz damals den Mähdrescher in Lauingen produziert hat und dann wurden die Traktoren auch nach Lauingen verlegt. Also nach dem ersten DX. Sieht man auch nicht alle Tage einen Massey Ferguson Kettentraktor mit Quaderballenpresse und Frontlader. Ah, jetzt lasse ich schon wieder was stehen. Das ist. Ich brauche ein breiteres Schneidewerk. Ja, willst du Klasse Lexion haben? Nein. Dann wäre es ja kein Oldtimer-Projekt mehr. Wäre ja auch scheiße. Ich habe mich jetzt darauf eingeschlossen, mit Oldtimern zu fahren und das mache ich jetzt auch. Wir haben ja geile Mods dabei. Was war denn eigentlich mit dem Heumachen los? Wir haben da letztes Mal noch Heu gemacht, oder? Ja, hatten wir. Liegt das noch? Das müsste noch liegen, oder? Ich fahr mal gucken. Könnten wir das vielleicht als nächstes machen. Das Heu liegt noch, aber die Wiese ist nachgewachsen. Oh. Sollten wir nochmal mähen. Ja, dann mähen wir das und dann machen ja, wir halt alles. Ja, wir haben kein Mähwerk, weil das Balkenmähwerk ja weg ist. Wieso ist es weg? Du hast es, wenn du es doch gehabt hast. Ja, aber du hattest den Mod nicht, weil ich ein Mod-Hoster-Mod war. Ja, hätte es mir einen Link schicken können. Hat aber Woody geholt, wusste ich nicht, wo er her hatte. Da müssen wir definitiv Ausschau halten. So, ich gehe da mal schnell in den Baum. Warf was? Ich gehe da mal schnell in den Baum, bis in ein paar Minuten. Okay. Dann mache ich mal ein weiter. So, fällt er mal bald fertig, dann würde ich sagen, gehen wir auf Feld 7. Ja. So. Ende da war wieder abtanken. Wir sind ja schon fast wieder voll.
Gibt doch relativ viel Ertrag. Nicht gedacht. Dann haben wir ein bisschen Kohle wieder, wenn wir das abliefern. Wo steht da Kevin? Wieder mittel auf der Straße. Hinter einem Baum wahrscheinlich. So. Viel ist es nicht mehr. Strohballen haben wir auch. Dann können wir vielleicht uns irgendwann auch noch Tiere anschaffen. Wäre ja nicht so verkehrt. Müssen wir ja eigentlich auch noch das Heu machen, dann brauchen wir erstmal wieder ein Mähwerk, da muss ich mich bis nächstes Mal auf jeden Fall drum kümmern. Sonst wird das nichts mit Tieren. Ja. Warum fahre ich so Kurven? Sollte nicht so oft lenken. Und auch am besten weniger denken. Da ist er wieder. Hä? Ups, vergessen zu muten. Ah, okay. Hab grad schon gedacht. Fährt da jetzt ein Geist? Ja, ich hätte dich eigentlich gefragt, müssen wir dann entweder gucken wir dann oder willst du dann heute noch was anderes aufnehmen? Eigentlich hatte ich geplant, noch Forest aufzunehmen. Was für Spiele hast denn du eigentlich sonst noch? Beim Bausum hatte ich mir jetzt noch zugelegt, weil ja. Wir es aufnehmen wollten. Klar. Forest hab ich nicht. LS hab ich noch. Und dann halt ansonsten noch ein paar Oldschool-Gamer. Also sowas wie GTA nicht. Ey, Arma hätte ich noch. Ah. Nee. Hab ich nicht. Ja gut, dann ist noch Bausimulator. Vielleicht nehmen wir das noch auf. Ja, da können wir da auch gleich anfangen, ja. Dann machen wir einen neuen Spielstand, oder? Ja, ich habe jetzt doch auf den einen doch schon zu viel gemacht. Ja, das ist wahrscheinlich wieder unfair, weil ich habe ja hier eigentlich auch schon versucht aufzunehmen. Das hat dann nicht geklappt, weil meine... Ja, aber hier hatten wir ja nicht weitergemacht. Ja, hier hatten wir dann nicht weitergemacht, aber da, wo meine Festplatte nicht gereicht hat, weil wegen der Aufnahme war dann die Festplatte von ihrer Kapazität, von der Leistungsfähigkeit ja, das fehlt halt. Dieses Stückchen fehlt halt, aber sonst haben wir nicht sehr viel gemacht hier. Außer ein Feld eingesät und versucht Heu zu machen. Sonst war nicht viel los. Die Fahrzeuge haben wir uns halt gleich angeschafft, weil wir konnten ja die Fahrzeuge, die auf der Map waren, nicht unbedingt da lassen, weil das waren ja nicht alles Oldtimer, Youngtimer. Hab gar keine. Doch, den Deutz, oder? Der Deutz war doch... War da nicht der Deutz schon da? Welcher, den wir jetzt haben? Ja, der Case war auf jeden Fall da. Das weiß ich, dass auf dieser Map immer ein Case 1455 war. Ja, eigentlich haben wir gar keine Fahrzeuge. Gar keine Fahrzeuge? Okay. Das, was wir haben, läuft, glaube ich, gerade auch über Kredit. Okay. Müssen wir auf jeden Fall abbezahlen. Wäre mir lieb, ja. Wir wollen ja keine Schuldner werden, dass uns irgendwann jemand kommt, der uns die Sachen fände. Peter Zwegert. Wollen wir dann erstmal die beiden Felder fertig machen und gehen dann weiter brechen? Ja, ich würde sagen, wir sammeln erstmal die Ballen auf und machen alles fertig. Machen wir erst alles fertig, ja. Ja, der Raps kann ruhig noch ein bisschen stehen bleiben, da kann der noch ein bisschen nachreifen, das geht schon. Ja, der ist noch nicht ganz reif, da sind die Schoten noch ein bisschen matschig. Das lässt sich nicht gut ausdreschen sonst.
Und dieses Mal den Drescher bitte auspusten. Bei Raps braucht man das nicht. Wenn ich jetzt Raps dresche, dann kann man es durch eine Putzmaschine laufen lassen, dann wird automatisch die Gerstenkörner aussortiert. Aber ich wasche trotzdem, weil jetzt steht er ja dann doch vielleicht wieder ein bisschen. Der Raps hat ja noch über so um die 18 Feuchtigkeit. Das reicht noch nicht ganz. Ey, lass noch stehen, das ist mindestens 16, den Rest kann man im Notfall nachtrocknen. Ja, genau. Ja, bei 18 lässt er sich auch nicht gut ausdreschen. Das schmiert alles. Was hatten wir jetzt bei der Gerste? Aber bei der Gerste hatten wir 15, das stand schon ein bisschen länger. Na gut, dann geht's. Ja, 15 ist in Ordnung. Wo haben wir hier denn einen Kercher? Haben wir keinen? Anscheinend nicht. Keine Ahnung. Doch, ich glaube, wir hatten hier sogar schon einen fertigen. Dann guck mal, wo der steht, dass ich vielleicht da noch putzen kann. Hier in der Ecke. Wo? Da. Direkt davor. Okay. Schön eingebaut. Perfekt. Ist nicht so gut, wenn der Mähdrescher dreckig in der Halle steht, aber eigentlich wäscht man Mähdrescher auch nicht mit einem Dampfstrahler. Wird eigentlich bloß abgepustet. Ja. Und mit Öl eingesprüht. Machen wir zumindest. Ein bisschen einölen, damit nichts rostet. Aber das brauchen wir jetzt ja nicht. Wir dreschen ja noch was dieses Jahr. So, was kann ich tun? Bringst du den KC zum Hof? Ja. Hier in die Halle? Da in die Halle reinfahren. Und da setzen. Nee, ob ich die hier reinstellen soll? Ja, ich glaube, das wäre die ideale Halle. Dann stellst du es nebenseitlich, dass es nicht bei der Durchfahrt stört. Wohin soll ich dann fahren? Komm mal rum. Außenrum fahren. Ja. Hab ich mir schon gedacht. Dann kannst du den Deutz noch vom Feld holen, der steht da noch mit dem Getreide. Ja, das kann ich auf jeden Fall noch tun. Soll ich ihn so hinstellen, oder? Ja, passt. Mach gerade mal kurz die Gurte noch los. Damit du gleich fahren kannst. Ja, den hier noch losmachen. Ja. So. Am Deutz wie das größte Gewicht.
Reicht mir nicht ganz. So, jetzt vielleicht. So. Wow. Das spritzt ja gerade so raus. Was ein Anhänger. Alter. Ich habe ja den ganzen Hof mit Weizen eingesaut, soweit wie das geflogen ist. Ja, dann Besen schnappen einsammeln, das ist alles bares Geld, was rumfliegt. Ja. Ja, mach hin, bevor sich die Hühner holen. Ja, die brauchen auch Futter. Das verhungern die, dann können wir keine Eier einsammeln. Aber ich glaube, die brauchen keine 11 Tonnen. Hoffe ich. Nee. Naja, so halbwegs vielleicht. Ja. Nochmal vorziehen.